Das ist Kolominskaja, ein großer Museumskomplex in Moskau. Kolominskaja ist bekannt durch seine archäologischen Funde aus dem Jahr 5000 vor Christus. Danach war das Sommerresidenz der Moskauer Fürsten und später der russischen Zaren. In Kolominskaja befindet sich auch die Christi Himmelfahrtskirche, die in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Und das alles wollen wir uns jetzt anschauen. Kolominskaja liegt im Südosten von Moskau und ist mit dem Metro gut erreichbar. Das ist die Christi Himmelfahrtskirche. Im 16. Jahrhundert ließ Zar Ivan III. Diese Kirche als Dank für die Geburt seines Sohnes Ivans bauen. Ivan wurde später als Ivan der Schreckliche bekannt. Seit dem Jahr 1994 gehört die Kirche zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Christi Himmelfahrtskirche ist 62 Meter hoch und hat 3 Meter dicke Mauern. Das Zeltdach der Kirche war Vorbild für viele andere Zeltdachkirchen in Russland und in Osteuropa. Im Jahr 2007 wurde die Kirche aufwendig restauriert. Jetzt ist sie eine funktionierende orthodoxe Kirche. An großen Feiertagen werden hier Messen zelebriert. An anderen Tagen kann die Kirche einfach besichtigt werden. Das ist das Zeltdach von innen. Die Dauerausstellung im Erdgeschoss heißt Die Geheimnisse der Christi Himmelfahrtskirche. Einer Legende nach steht sie an einem Ort, wo es früher eine Wunderquelle gab. Es heißt, dass die Ikone der Gottesmutter an dem Tag in der Kirche gefunden wurde, an dem der letzte russische Zar Nikolaus II. Abdankte. Viele glauben, die hohe Macht und die Schutzfunktion des Zaren über das Volk sei auf die Ikone übergegangen. Die Originalikone befindet sich in der Kasanerkirche, auch hier in Kolominskaja. Der Zarenplatz wurde zur Geburt von Ivan des Großen errichtet. Der Doppeladler kam erst im 19. Jahrhundert dazu. Die Kirche ist umrandet von einer zweistöckigen, überdachten Galerie. Das ist ein typisches Element für russische Kirchen und Wohnhäuser. Vom hohen Ufer des Moskwa-Flusses eröffnet sich ein guter Blick über die Stadt. Eine schöne Aussicht auf Moskau sollte auch Zar Alexander I. haben. Dieser Schlosspavillon aus dem Jahr 1825 ist das einzige, was vom Schloss geblieben ist, das für den Zaren gebaut wurde. Der Zar starb im selben Jahr und hat das Schloss nie besucht. Die breite Treppe schmücken schlichte dorische Säulen und zwei Löwinnen. Der Pavillon liegt in der Nähe der Christi Himmelfahrtskirche. Auf der anderen Seite der Kirche stehen der Wasserturm und die Kirche des Heiligen Georg mit Glockenturm. Hier können die Besucher ein russisches Glockenspiel hören. Die Glocken werden 15 Minuten lang per Hand geläutet. Ganz in der Nähe befindet sich der Haupteingang in die Zarenresidenz, die es hier in Kolominskaja früher gab. Im 17. Jahrhundert baute der Vater des Peter des Großen hier seinen großen Holzpalast. Diese Kirche, die Kirche der Gottesmutter von Kasan, war damals auch aus Holz und hier an der Stelle direkt mit dem Palast verbunden. Das war die Hauskirche der russischen Zaren. Der Eingang in die Kirche war durch den Zarenpalast. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Holzkirche durch eine Kirche aus Stein ersetzt. Gewidmet ist die Kirche einer der wichtigsten, wunderbringenden Ikonen der russisch-orthodoxen Kirche, der Gottesmutter von Kasan. Hier befindet sich auch das Original der Ikone, die am Tag der Abdankung des letzten russischen Zaren in der Christi-Himmelfahrtskirche gefunden wurde.
Wenige Schritte von der Zarenresidenz entfernt gibt es noch eine interessante Sehenswürdigkeit. Das ist das Holzhaus Peters des Großen, das für ihn im Jahr 1702 in Archangelsk im russischen Norden gebaut wurde. Dort hat Peter der Große an der Nordküste seine Flotte aufgebaut. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde es hierher nach Kolominskaja gebracht. Das Museum gibt einen Einblick in das Leben und die Interessen des Zaren, der Russland nach dem westlichen Vorbild modernisierte. Ein Zug bringt uns ans andere Ende des Parks. Ende des 17. Jahrhunderts ließ Zar Alexei Michailowitsch hier in Kolominskaja ein Palast aus Holz bauen. Er hatte viele Kinder, unter anderem ist auch Peter der Große hier aufgewachsen. Die Zaren haben den Palast im Sommer sehr viel und gerne genutzt. Man hat versucht, es im Stande zu halten, doch Katharina die Große entschied im 18. Jahrhundert, den Palast abzutragen. Vor wenigen Jahren wurde der Palast auf einer neuen Stelle im Park neu aufgebaut, nach Originalplänen. Hier sieht man den holzernen Gang, der früher zur Hauskirche der Zaren führte. Und jetzt schauen wir, wie der Palast innen aussieht. Das ist der größte und der schönste Raum des Palastes. Er wurde auf Befehl des Zaren im Jahr 1681 gebaut. Hier hat der Zar seine Gäste empfangen. Der Zar selbst saß hier und seine Gäste an diesen Tischen. Der Zarenpalast war eine exotische Kombination aus dem traditionellen russischen und dem westeuropäischen Stil. Die beeindruckten Zeitgenossen bezeichneten ihn sogar als das achte Weltwunder. Die mechanischen Löwen bewachten den Zarenthron und wirken fast lebendig. Das ist der Zar Alexei Michailowitsch mit seinen Söhnen Fjodor und Peter. Die Zarensöhne erhielten Unterricht unter anderem in Weltgeschichte, Geografie und Fremdsprachen. Der Kachelofen in der Banja sowie alle anderen Kachelöfen im Palast wurden möglichst originalgetreu nachgebaut. Frauen, also die Zaren und die Zarentöchter, wohnten im anderen Teil des Palastes. Die Kaiserin Jelisaweta Petrowna wurde in Kolominskaja geboren und hat später relativ viel Zeit hier verbracht. Die lebensfreudige Tochter von Peter dem Großen ließ für sich im Palast ihres Opas prachtvolle Räume im Stil des Spätbarocks einrichten. Jelisaweta Petrowna war auch die letzte Zarin, die den Palast richtig nutzte. Ende der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts war der Palast so verfallen, dass man entschied, ihn abzutragen. Zum Glück wurde dieses Meisterwerk der russischen Architektur in zahlreichen Quellen sehr gut beschrieben und beim Abriss genau vermessen und dokumentiert. So konnte der Zarenpalast Anfang des 21. Jahrhunderts originalgetreu aufgebaut werden. Kolominskaja ist ein wunderschöner, sehr gepflegter, großer Park. Hier kann man ausgedehnte Spaziergänge machen. Schon im Mittelalter gab es in Kolominskaja eine Siedlung. Das hier ist eine Rekonstruktion eines Bauernhauses aus dem 14. Jahrhundert. In Kolominskaja befindet sich auch das Freilichtmuseum der russischen Holzarchitektur. Historische Holzbauen wurden aus verschiedenen Regionen von Russland hierher transportiert, sowie diese Kirche des Heiligen Georgs wurde zufällig in einem Wald im russischen Norden gefunden, dann nach Kolominskaja gebracht und im Jahr 2010 nach einer aufwendigen Restaurierung eröffnet. Ursprünglich wurde die Kirche des Heiligen Georg 1685 aus Kiefernholz gebaut. Solche mehrstöckigen Kirchen waren für das 17. und 18. Jahrhundert typisch.
Sehr selten ist allerdings das Dach in Form eines Fasses mit drei in einer Reihe platzierten Kreuzen. Für den Transport nach Kolominske wurde die Kirche komplett auseinandergenommen und hier neu aufgebaut. Die anderen Holzbauten stammen aus Karelien und Ostsibirien. In Kolominske kann man auch die russische Küche probieren, Fahrrad fahren und sogar übernachten. Der Park ist kostenlos. Für die Ausstellungen muss man Eintritt zahlen. Mehr Infos gibt es auf russlandjournal.de.